Irgendwo dazwischen, zwischen ganz oben und hier muss es. Ah, cha 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 cha. Hallo und willkommen zum Let's Play von Cry of Fear. Ein Indie-Horror-Game, das ihr kostenlos auf Steam runterladen könnt. Wir legen jetzt einfach ein neues Spiel an und wie immer, viel Spaß mit dem Video. Machen wir auf Medium. Medium ist immer gut, ich bin absolut kein Pro-Gamer oder so. Na, ich meine, ich bin zu pro für schwer. Das wäre den Viechern gegenüber nicht fair, glaube ich. Oh, da ist Fluffy. Hi, Fluffy. Du bist ja gar nicht tot. Ich kann's nicht glauben. Es ist so schön, dich wiederzusehen. Okay, wo sind wir? Sind wir im Zug oder in dem Auto? Oder gehört uns das Fahrrad? Oder sind wir in dem anderen Auto? Oder wohnen wir in der Mülltonne dort? Oh, so dramatisches Intro. Ich glaube, wir sind im Zug, oder? Oder ist es eine Straßenbahn? Oder eine U-Bahn, die oben entlang fährt. Wow, da ist gerade irgendwie, sind Papiere explodiert. Habt ihr das gesehen? Und schon wieder. Unglaublich. Und der Bauer macht gar nichts dagegen. Oh ja, gehen wir mit der Kamera hoch in den Himmel, damit wir das alle noch sehen können. Oh ja, was für ein schöner Himmel. Hm, ich kann mich einfach nicht daran satt sehen. Ach, bin ich das? Krass, ich sehe ja richtig böse aus. Ah, was ist mit meinem Arm los? Was? Was war das? Oh, ich bin müde. Oh, ich bin... Und jetzt wieder den Arm so verdrehen. Ja, ich schlender ein bisschen durch die Gegend. Ah, Mann, wieso hast du das nicht weggetreten? Das wäre cool gekommen. Hup. Hup. Wow, wie krabbelt der. Geil. Ohne die Arme richtig zu benutzen. Das Auto ist böse. Oh, das Auto ist wirklich böse. Ich wusste es. Oh, shit. Oh, shit. Ah, Blut. Ein Typ. Ah, oh Gott, eine Gummizelle. Noch mehr Flashback-Bilder. Das böse Auto. Oh Gott. Ja, jetzt ergibt alles einen Sinn. Oh, wie konnte ich nur so blind sein? Wake up. Das ist doch völlig klar. Ich... Wow. Wow, das hat mich wirklich ein bisschen erschreckt. Wake up. Ja, er hat's durchgestrichen und nochmal hingeschrieben. Irgendwie hat ihm die Rechtschreibung nicht gefallen oder so. Yay! Ich hab ne Kamera. Und ich kann Bilder machen, das ist unglaublich. Wie spät ist es? Oh mein Gott, welcher ist der Minutenzeiger? Kann ich damit auch zielen? Nein, kann ich nicht. Oh, Coca-Cola! Oh Gott. Ich muss das alles auf Instagram hochladen. Die Leute wollen wissen, was ich in meinem Leben mache. Ich muss noch ein Selfie machen. Aber dafür bräuchte ich ein Smartphone. Ich glaube, damit läuft das nicht. Und meine Schuhe, meine Lampe. Seht's euch an. Das wird alles hochgeladen. Das ist, was die Leute auf Instagram sehen wollen. Ja, mein Half-Life-Poster. Das ist ungefähr das einzige, eins meiner wenigen Besitztümer. Ja, mein Zimmer mag vielleicht leer wirken, aber ich habe ein Half-Life-Poster. Ja, Half-Life 2-Poster. Oh, holy shit. Ach so, ich muss damit die Sachen triggern. Okay. Alter! Hier ist... Ah, noch eine Tür. Muss ich jetzt hier so vorbei... Hä? Was? Hä? Was laberst du? Ach, hier ist er noch... Okay. Lass mich lieber hier rein. Hey, das bin... Fuck! Gott. Mann, was soll das? Ich hätte mich verletzen können. Hier liegt überall Glas rum. Ich muss aufpassen. Leute, das macht ja gar kein Licht. Ich weiß nicht, wo die Glasscherben liegen. Ich bin in großer Gefahr. Wieder eine Tür und... Oh, was war das, Alter? Ich glaube, ich habe meine Schwester durch den Spiegel erkannt. Und das Gruselige ist, meine Schwester ist gerade einkaufen. Das heißt, das war jemand ganz anderes. Scheiß, was ist hier los? Komm. Yay, yeah, eine Tür. Oh nein, das dauert ja ewig, bis ich da bin. Komm, mach schon. Hi. Mach doch... Ah! Ah, ja, oh... Bin ich froh, dass wir nicht alles hinlaufen mussten. Hi. Mach doch... Wow! Ich habe gerade erst angefangen zu spielen und es hat mich schon richtig erwischt gerade. Ah. Ass rape me. Am I? Ich weiß nicht. Alter, wow, pass auf. Sonst kriegst du gleich echt noch ein Ass rape, wenn du dich so positionierst. Ich weiß es auch nicht. Ich habe einfach nur... Instagram gemacht. Instagram ist ein neues Verb. Ich bin am Instagrammen. Oh ja, wie praktisch, dass ich immer mein Messer dabei habe. Ich frage mich, was da drinnen ist. Ganz sicher kein Sand. Kann ich da hoch? Komm, jetzt haben wir noch die Gelegenheit. Lass uns einfach umkehren. Ah, definitiv kein Parkour-Mensch. Ja, das passt schon so. Habe ich irgendwas? Ja, mein leerer Notizblock. Der wird uns noch hilfreich sein.
Where are you? Come home as soon as possible. It's getting dark. Was, es wird dunkel? Ja, ja, es ist, ja, das ist, es ist noch nicht dunkel, ne. Oh, was war das? So, heilige Scheiße. Entschuldigung, können Sie mir vielleicht helfen? Ich weiß nicht, wie ich hier reingeraten bin. Und ich bräuchte jemanden, der mir... Hast du deine Periode? Oh, tut mir leid. Das war jetzt sicher peinlich, dass ich dich in diesen unangemessenen Moment erwischt habe. Holy shit. Was geht hier ab? Kann ich das öffnen? Wow. Nee, ich glaube, ich kann es nicht öffnen. I can't open it. Strange. There's no lock. Da ist also irgendein Spacko drinnen, der die Tür zuhält. Lass mich rein! Lass mich rein! Wahrscheinlich ist das Passwort in irgendeinem Mülleimer. Komm, ist es da? Ja, ja. Ist es irgendwo in diesem... Vielleicht ist es da drin, wo Sand drauf stand. Vielleicht war das alles eine Täuschung. Das war von Anfang an ein abgekartetes Spiel. Okay, vielleicht auch nicht. Ups. Ah, Snitch! Was ist passiert? Ich bin nur gesprintet. Weiß ich denn lang? Wieso kannst du es nicht öffnen, wenn da kein Schloss ist? Das ergibt keinen Sinn. Hier muss doch irgendwo ein Passwort sein. Hä? Habe ich die Tür nicht getestet? Oh Gott, wie peinlich. Oh Gott, das ist echt... Genius, ja. Da sieht man mal wieder, was ich für ein begabter Spieler bin. Was ist das denn? Ja! Ah! Hat da jemand geklopft? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Okay. Ist keiner. Gehen wir mal... Oh! Scheiße, Mann! Heilige! Der Blitz sah aber sehr merkwürdig aus. Das kann ich locker mit dem Messer zerlegen. Oh, was für eine Pussy. Hier sind überall dieselben Fahrräder. Was hat es damit auf sich? Okay. Coca-Cola, seid vorsichtig. Ihr müsst aufpassen. Und du auch, Wein, hört zu, okay? Das ist verdammt wichtig. Komische Dinge gehen hier vor sich. Ein Auto hat versucht, mich zu töten und vertraut auf keinen Fall den Fahrrädern. Ich glaube, die stecken mit unter einer Decke. Ich gehe weiter. Ah, ist Halloween? Wieso ist dann keiner hier? Oh, ich glaube, ich kann da rein. Ja, ich kann da rein, unglaublich. Woo! Barkeeper! Ja, ich will heute steil gehen. Wieso ist keiner da? Gib, ich nehme mir den Alkohol einfach selbst. Okay, vielleicht auch nicht. Ich bin wieder zu retarded, um darüber zu springen. Okay, enter username. Daughter home. Und das Passwort ist, wie hier unten sehen können, 14. Log on to Computer 1, das kann ich gar nicht ändern. Okay, jetzt bin ich wirklich überfordert. Das hätte eigentlich stimmen müssen. Das naheliegendste wäre ja, dass das Passwort irgendwo mit in dieser Hütte hier ist, aber in Videogames sind Dinge nicht unbedingt logisch. Deswegen suchen wir jetzt draußen willkürlich in der Gegend rum. Da ist schon wieder so ein Fahrrad. Keinen einzigen Moment darf man ihnen trauen, wirklich. Sonst... Nehmen die euch das Messer weg und stechen euch in den Rücken. Okay, das ging wirklich schnell. Davids Pitz. Ach, Davids PC. Oh, scheiße, ich bin wirklich zu retarded. Das war jetzt das Passwort oder der Nutzername? Ich habe keine Ahnung. Ist der Nutzername dann da? Hat sich erledigt. Hier ist die andere Notiz. Apple 45. Wieso schreibt er dann 14 auf den PC? Lass mich erstmal zu Atem kommen. Ja, setzen wir uns mal hin. Oh ja, das ist so gut. Oh ja, oh. Oh ja, ich setze mich gerne neben Tische und ruhe mich aus. Und dann loggen wir uns ein. Jill 8147, David. Ach, ist das für die Tür? Und irgendeine Tür hinter mir ist aufgegangen und ich habe wirklich Angst, mich auszuloggen. Deswegen lade ich mir jetzt hier lieber ein Spiel runter und zock ein bisschen und warte, bis das, was hinter mir steht, gegangen ist. Aber leider ist das nicht möglich. Hi! 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 Bist du der Barkeeper? Ich komme raus. Das ist aber auch ein Arsch, der hätte warten können. Last Platz. Das heißt eigentlich Parkplatz, ja? Wer hat dieses Schild gemacht? Idioten. Coca-Cola? Coca-Cola, ist irgendwas passiert, als ich weg war? Nee, nein, alles in Ordnung. Okay, gut. Gute Arbeit. Macht weiter so. Meine Späher. Die Coca-Cola. Kann ich hier durch? The door won't budge. The door won't budge. Warte, wie ist es jetzt? Ja, geht immer noch nicht. Scheiße. 8147. Okay. 8-1. Scheiße. Oh Gott, nein. Wieso gibt's keinen Rechtspfeil? 8-1-4-7. Yeah, es geht automatisch auf. Ich hätte mir den ganzen Weg auch einfach sparen können und von 0000 bis 9999 alles durchprobieren, weil es hätte sich ja automatisch geöffnet. Aber nein, ich bin ja so ein Knecht und ich mache das, was mir das Spiel sagt. Kannst du bitte aufhören zu flackern? Das ist wirklich beunruhigend.
Mhm, da ist bestimmt nichts Böses, das auf mich wartet. Nein, und dieses komische Windgeräusch, das ist auch völlig normal, so wie sich das anhört. Und auch die Raben sind kein böses Omen. Und auch, dass diese Tür sich so selbst verschlossen hat, ist absolut gewöhnlich. Also, was habt ihr denn schon wieder? Also, macht euch halt keine Sorgen. Genau da gehen wir jetzt rein. Ja, das ist natürlich... Look to the right. Oh nö, oh nö, oh nö, mach's nicht. Mach doch nicht gleich das, was dir jemand sagt. Wieso macht er erst die Tür zu, damit ich diese hier nehmen muss? Das ist bescheuert. Ich mag's nicht. Ich mag das echt nicht. Okay, mal gucken, was hier so... Das klingt nicht gut. Bin das ich? Oh nein, das bin ich. Oh scheiße, wir werden beobachtet. Oh Gott, schon wieder die Periode. Dieser leere Blick. Der steht hinter mir, ne? Oh ja, der ist sowas von hinter mir. How the fuck did I even get here? Ja, yeah, ein Hammer. Genial. Habe ich jetzt eine neue Waffe? Oh, fuck! Oh, ich wusste es eigentlich, aber man erschrickt trotzdem. Das ist zu laut. Was muss... Jetzt hat er den Hammer. Was bist du für ein Unfähiger? Ich gebe ihm die starken Angriffe. Ja, in dein Gesicht. Du verdammte Snitch. Stirb! Stirb! Oh, das war eine Schönheits-OP. Damn it! Okay, ab jetzt gibt es also Monster. Das ist, glaube ich, die Message dieser Filmsequenz. Aber jetzt wird's gefährlich. Hi! Hi! Oh, du hast ja auch einen Hammer. Gehört das irgendwie zur Grundausstattung? Wer gibt euch die Ausrüstung? Wer ist euer Waffenhändler? Ich muss es wissen. Wie so ein Crime-Reporter oder so. Ah, ich will da nicht hingehen. Der macht doch eigentlich nichts Böses. Der ist da gerade an der Wand. Ich glaube, er weint. Komm her. Komm her, wenn du sterben willst. Komm her, wenn du... Oh, wieso ist der so schnell? Ins Gesicht, ins Gesicht, ins Gesicht, ins Gesicht, ins Gesicht. Ins Gesicht, oh, ins Gesicht. Ich schlag dir in dein Gesicht, du Wicht. Du Wicht geht in dein... Oh, scheiße. Nee, nee, ich greif ihn an. Ja, damit hast du jetzt nicht gerechnet. Oh, scheiße. Nee, nee, hör auf, mich zu slappen. Du hast gar kein Recht dazu. Ich bin hier der Held. Komm, kann ich mir nicht den Hammer nehmen? Nein, natürlich nicht. Videogame-Logik. Waffen von Monsterfeinden kann man nie benutzen. Muss ich mich jetzt hier einfach durchslashen? Ist mal eine schöne Abwechslung. Sonst habe ich immer nur Horror-Games gespielt, in dem ich diese Viecher geknechtet haben und ich nichts machen konnte. Und jetzt schlitze ich sie alle ab. Jetzt ist Zahltag, meine Freunde. Endlich kann ich auch mal austeilen. Looks like morphine. This is strong stuff, so I would better be careful with it. Ich brauche das jetzt aber. Oh ja, oh, das fühlt sich so gut an. Oh, oh, oh. Und ich bin trotzdem noch in der Lage zu kämpfen, also so stark kann es jetzt wirklich nicht sein, okay? Und da ist gleich die nächste. Soll ich mir die auch noch geben? So richtiger Junkie. Oh Gott, gehen wir durch da... Ah! Shit! Oh mein Gott! Alter, ich habe, glaube ich, eine 720-Grad-Drehung gemacht oder so. Ach du Kacke. Kann ich die Viecher überhaupt töten, ohne Schaden zu nehmen? Ich weiß es nicht. Die chillen hier aber hinter jeder Ecke. Was ist das? Sieht irgendwie aus wie etwas, das ich benutzen kann. Was hat's gebracht? Habe ich diese Tür damit geöffnet vielleicht? Ja, ich habe diese Tür damit geöffnet vielleicht. Blätter kommen runter. Oh, ich habe eine SMS. Ja, Gott sei Dank. Ich dachte schon, keiner macht sich Sorgen um mich. Wo ist noch schnell mein... Okay. Help me. Please help. They kill me. I'm inside of the first military. Okay, das ist natürlich eine sehr genaue Beschreibung. Ich laufe hier mitten durch die Stadt und du sagst mir, du bist bei den Apartments. Mhm, ja, ich weiß genau, was ich zu tun habe. Wenn ich diesem Weg folge, dann gelange ich auf direktem Weg zu den Apartments. Das ist doch völlig logisch. Videogame Rules. Ich muss doch da hoch. Das, ja, na also, wieso hast du es nicht gleich beim ersten Mal gemacht? Benutz doch deine Arme zum Klettern oder so. Jetzt, du gehst mir auf den Sack, weißt du das? Na, komm. Scheiße. Scheiße, noch eins. Fast zu weit gesprungen. Chill dein Leben. Das sind die Apartments. Eindeutig. Was anderes kann es gar nicht sein. Oh, ein gruseliger Korridor. Eine Notiz. Ich. This place doesn't feel right. Das kannst du natürlich beurteilen. Wieso ist Blut an meiner Klinge? Wisch das mal ab, hier an der Couch. Okay, jetzt müsste es eigentlich wieder sauber sein. Tun wir so, als hätte ich es gerade gereinigt. Was ist denn jetzt schon wieder? Geh mir nicht auf die Nerven. Ich beeil mich ja schon. Furchtflöhe! Das heißt doch, er beobachtet mich.
Der muss doch wissen, dass ich jetzt da rein bin. Wieso hat er mich nicht gerufen oder so? Three little kitties playing in the park, said the first kitty, let's go home before it gets dark. The first two went on the merry way home. The third stayed playing all alone. Come here, little child, come to me. The bushes whispered softly. The say kitty, kid, kid. And that's the story of the little kid. I'm a fucking rapper. Und ich gehe durch die Gänge und tu so, als gäbe es keine Monster. Das hat sich weniger gut gereimt. Da liegt irgendwas Totes. Okay, alles in Ordnung. Lass uns irgendwas kochen. Wir sind schon lange unterwegs, haben viel gekämpft und Heroin ist auf Dauer auch nicht allzu gut. Als... Okay, was ist... Das ist merkwürdig. Wow, irgendwas ist mit dem Lichtschalter passiert. Ich muss wirklich aufpassen. Er ist wieder die Coca-Cola. Coca-Cola? Aufpassen, okay? Ich verlasse mich auf dich, dass es in diesem Raum sicher ist. Also schauen wir erstmal hier nach. Atari. So langsam ergibt das alles wirklich einen Sinn. Was zum Geier ist das? Ah, scheiße! Coca-Cola! Ich hab dir gesagt, du sollst aufpassen! Was bist du? Oh nein, das ist ein Kind! Heilige Scheiße! Bist du das Kind aus der Geschichte? Wieso hast du zwei Messer und wieso habe ich nur eins? Komm, komm, nimm dir. Nimm dir. Egal, dann T-Bagge ich es eben einfach nur. Ah ja, das, ja, den habe ich gegeben. Ach, hier, vierte. Vierte Etage, du willst, dass ich hierher komme. Und jetzt bin ich hier und du lässt mich nicht rein, oder was? Vierter Flur. Ja, was ist... Man, bin ich doch. Ah, die Couch blockiert mir schon wieder den Weg. Wenn ich da durchkommen würde, wir hätten direkt gewonnen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Na okay, du bist mir auch keine Hilfe. Jetzt gehen wir mal hier weiter. Wieso mein Licht zackt voll? Kann er das nicht irgendwie anders befestigen, damit das Licht nach vorne geht oder so? Seems like it's locked from the other side. Ich hatte gerade das Gefühl, dass jemand hinter mir ist. Bevor dieser Part zu Ende ist, will ich weiterkommen. Egal in welcher Form. Ich will. Weiterkommen. Das ist alles deine Schuld. Stein. Oder Schlafsack. Ich weiß nicht mal, was es darstellt, oder? Scheiße. Ziehen wir uns einfach eine DVD rein und vergessen das Ganze. Warten wir, bis es wieder Tag ist. Nein, nein, das geht nicht. Du musst das die ganze Nacht spielen. Okay. Dann machen wir das. Oh, komm. Gehen wir nochmal ganz nach unten, okay? Vielleicht habe ich ja was übersehen. Habe ich die Tür probiert? Warum bin ich nur so scheiße blöd? Funktioniert immer noch nicht. Wie stuck. Irgendwo dazwischen. Zwischen ganz oben und hier muss es... Ah, cha 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 cha. Bist du... Ah! Oh, fuck, Alter! Nicht dieses kleine! Nein, nein! Bitte, bist du das zweite Kind? Oh Gott, spiel nicht im Dunkeln. Hast du gar nichts gelernt. Teabagging. Das Teabagging in diesem Spiel ist irgendwie merkwürdig. Man geht langsam nach unten und poppt dann hoch. So ungefähr. So. Das ist merkwürdig. Gefällt mir nicht. Scheiß Teabagging-Animation. Hätten sie sich mehr Mühe geben können. Was ist denn... Oh Gott, ich hab's so satt, ständig verschlossene Türen zu sehen und anzufassen und dann... Lass es ein bisschen Gras hier hätten. Vielleicht kommen ja Rubine raus. Ja, dann können wir uns ein Schild kaufen. Schnauze! Ich lass dich ein, Ruhe, die Tür ist doch eh zu. Keine Sorge, ich komm schon nicht rein. Oh, scheiße. Okay, da ist jetzt bestimmt wieder so ein komisches... Ah, oh, scheiße, verdammt! Wo bist du? Komm, ja, ich komm zu dir. Oh shit, ich hab was gehört. Bist du da drin? Shit, nein, vergiss es. Oh, das ist echt creepy. Ich hab kein gutes Gefühl. Wieso höre ich so ein komisches, pulsierendes Geräusch? Ich mag das nicht. Really old. Can't remember. Third now. Ach, 3rd November, nicht now. Oh, das klingt echt merkwürdig. Ah, scheiße! Scheiße, verdammt! Ach, nö. Ach, da ist ein Schlüssel. Okay, danke. Wer auch immer du bist, danke, dass du ihn... Der muss aber ganz schön was wiegen, der Schlüssel. Schnauze. Mach nicht so einen Lärm. Es ist mitten in der Nacht, die Leute wollen schlafen. Wer ist an der Tür? Oh, scheiße, schnell raus hier. Oh Gott, mir gefällt's hin. Oh, what the fuck? Bist du das dritte Kind? Krass, ich hab dir den ganzen Kopf zerlegt und dir einen Spieß reingesteckt. Mann, bin ich extrem. Wieso ist das Licht aus? Oh Gott. Hier ist es schön. Ich bleibe im Badezimmer. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich verstecke mich hinter der Toilette. Da finden sie mich nie. Oh Gott. Da ist eine Notiz. Yay. Those little kitties are so cute. They look so lovely. I just want to touch them. Das ist definitiv von mir.
Okay, nein, das ist natürlich, But then those parents come, that's why I have to kill them. Ach, hier ist eine Spritze, sag das doch. Ich muss mir auch mal wieder eine geben, stelle ich gerade fest. Muss ich wirklich jede Spritze einzeln in den Quickslot? Ja, dann macht's keinen Sinn, dann kann ich es auch gleich equippen. Ich dachte, dass die Spritzen automatisch da drin landen, aber nein, das muss man wieder manuell machen. Okay, mir gefällt sie aber nach wie vor nicht. Nö, 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 ich hab mir zwei Spritzen hintereinander gegeben und jetzt bin ich auf dem Trip meines Lebens. Mann, ich erst equippt er sie nicht automatisch und dann macht das doch. Scheiß Leben. Alter, was ist... Nee, hab ich... Oh Gott, schnell ins Bad. Alles draußen. Okay, jetzt können wir weiter kämpfen. Dazu bin ich jetzt absolut in der Lage. Alles aus meinem Körper raus. Wieder ganz hoch ins Apartment. Ja klar, stimmt. Jetzt haben wir den Schlüssel. Vierte Etage. Da muss ich das... Use? Da muss ich... Ne, Sekunde. Ich war zu weit weg, glaube ich. Hä? Combine mit dem Messer. Komm, inwiefern macht das jetzt keinen Sinn, hä? Habt ihr noch nie einen Schlüssel mit eurem Messer kombiniert, damit er besser funktioniert? Ich hab doch den Schlüssel. Was willst du von mir? Ich drop ihn. Hier. Öffne dich. Nimm ihn. Ich will ihn nicht. Komm, ich habe ihn extra. Komm, mach. Okay, ich schau weg. Und wenn ich mich wieder umdrehe, dann will ich bitte, dass die Tür offen ist. Du bist echt... Ich hasse dich. Ich hasse dich. Okay, probieren wir es hier. Nee, funktioniert es hier. Nee, auch nicht. Ach nee, muss ich die Tür öffnen, wo der Typ geweint hat. Das will ich eigentlich vermeiden. Gott, ich will nicht. Scheiße. Ungefähr die einzige Tür, die sich nicht hätte öffnen sollen, wurde gerade geöffnet. Gehen wir rein. Wünsch mir Glück. Drück mir die Daumen, okay? Wenn ich sterbe, hast du nicht fest genug Daumen gedrückt. Das heißt, du hast Schuld. Und dieses Blut willst du nicht an deinen Händen haben. Ich hörte komische Dinge. Ja, ah, scheiße, ich hasse dich, bist du das dritte Kind? Oh, bitte, nee, ich hasse dich, wieso tut ihr das? Ich weiß gar nicht, wie ich hier reingeraten bin. Komm, jetzt zieh mich nicht so an, zieh mich nicht so an. Ich wollte das nicht tun. Du hast mir keine Wahl gelassen, du bist einfach auf mich zugerannt. Ich habe Panik bekommen, du mit deinen Messern und das hat mir wirklich Angst gemacht. Also bitte, okay, du hast mir verziehen, danke. Da. Ah. Ich bin gerade in den Schrank gegangen, oder auch nicht? Nee, nee, okay, gehen wir wieder rein. Das ist doch nicht... Müssen wir mich verarschen? Ich verliere den Überblick, welche Tür war. Ja, okay, hier, gut, perfekt. Oh, hier ist noch frischer Kaffee, also das heißt, hier muss noch jemand gewesen sein, bevor ich hier eingebrochen bin und alles getötet habe. Scheiße. Komm, nimm die Lampe einfach mit. Scheiß auf das Handy, bind dir die Lampe irgendwo um die Hüfte und dann sehen wir auch gleich viel mehr im Dunkeln. Hallo? Ich komme jetzt rein, ne? Also das ist zwar nicht mehr Teil der Wohnung eigentlich, aber das ist mir egal. Denn Dinge sind eh für'n Arsch. Alles geht! Oh, scheiße! Du hast dich unter dem Bett versteckt! Monster leben wirklich unter dem Bett. Ich hab's schon damals gewusst. Oh Gott. Oh, keiner hat mir geglaubt. Aber endlich habe ich den Beweis. Auf Video. Unglaublich. Oh, ihr habt's alle gesehen. Heilige Scheiße, die Lampe ist wunderschön. Das ist... Ah, der hat dieselben Sneakers wie ich. Wir waren uns so ähnlich. Wieso musste es so enden? Er hat auch diesen süßen Blick. Ich kann wirklich... Ihr seid unglaublich unhöflich. Ihr lasst einen nie ausreden. Ihr verschwindet einfach immer. Okay, irgendwas ist hinter dieser Wand. Entweder ist das ein Grafikbug oder etwas ist hinter dieser Wand. Ich glaube, es ist ein Grafikbug. Oh, scheiße! Oh, krass! Oh... Das mir... Nee, nee. Ich zuck immer so zusammen. Ich verliere mich immer komplett. Ich weiß mal gar nicht, was ich machen soll dann. Ah Gott, also der Engel sagt hier, der zeigt in diese Richtung. Da müssen wir lang. Das waren jetzt aber schon mehr als drei Kinder. Die Notiz hat mich angelogen. A lot of junk is piled up here. It's impassable. It's impassable. Mamma de mia, it's impassable. Oh, scheiße. Oh Gott. Ey, sag mir jetzt nicht, dass du das Loch in der Wand vergrößert hast. Ich dreh durch, das wird so schon teuer genug, okay? Du wirst zahlen. Du wirst diesen Scheiß bezahlen. Oh, der Topf ist rot, das sieht cool aus. Hipster. Da ist noch ein roter Topf. Oh, scheiße. Ich will nicht. Ich will echt nicht. Wo? Da war doch vorher noch kein Loch. Ich wusste! Ich wusste es! Es war doch kein Grafikbug. Ha! Ich habe es euch von Anfang an gesagt. Und die Zeit vergeht wirklich wie im Flug. Ja, immer noch dieselbe Uhrzeit wie am Anfang. Eine rote Tasse! Ich muss zu ihr! Ich muss... Oh ja, yeah, there's something in the ceiling.
Wie in das Ceiling. Was ist Ceiling? Ich weiß nicht, was Ceiling bedeutet. Bücherregal? Eher nicht. Oh, scheiße! Oh. Ja. Gib mir die Waffe, okay. Is it the body Christ? It smells bad. He's holding a gun. Better take it with me. Und jetzt bam! Schießt er und wir sind... Was ist das? Ist das das Magazin oder... Nee, okay, das ist Schlüssel. Kann ich auch zielen? Nee, kann ich nicht. Ah, jetzt legst du dich nicht mehr mit mir an. Jetzt habe ich hier die Knarre. Jetzt bin ich hier... Jetzt weiß ich, was du machst. Ah ja. Ach, ein Magazin. Geil. Ich will aber, wenn möglich, trotzdem mit dem Messer weiterspielen. Aber vielleicht haben sie mir das jetzt nicht ohne Grund gegeben. Vielleicht kommt jetzt irgendein starker Gegner. Und dann stehe ich da mit meinem Messer. Aber ich kann es mal auf einen Slot legen. Machen wir das mal auf die 1. Die Pistole kommt auf die 2. Und das Handy kommt auf die 3, weil das brauche ich weniger oft. Genial! High five! Ich glaube, das klang richtig scheiße. Egal. Welche Tür zuerst? Nehmen wir doch mal die. Ja, gut. Dann nehmen wir uns eine ganz andere Tür, weil die sind beide doof. Und da wollte ich sowieso nicht lang. Egal, was jetzt kommt, ich mache ein 360. Wird es eh automatisch, weil dann zucke ich wieder so zusammen, drück ab. Und dann wird das ganz automatisch ein 360-No-Scope, weil ich nicht zielen kann. Wisst ihr was? Ich glaube, ich nehme echt lieber das Messer. Damit ist mein Aim besser. Nimm das Messer, der Aim ist besser. Nimm das Messer, der Aim ist besser. Oh. Lass uns rausgehen. Ach, jetzt haben wir den Schlüssel für den vierten Stock. Yay. Okay, jetzt hat aber... Use. Willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen? Willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen? Use. It looks like a kind of key for hall doors. Ja, aber wo? Oh Gott, ich hasse dich. Ich wollte eigentlich noch auf einen Speicherpunkt warten, aber ich beende die Folge jetzt einfach so, weil es schon wieder zu lange geht. Also, das war Folge 1 von Cry of Fear. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehe ich dich im nächsten Video.